Urk. Da gab's ordentlich was auf die Mütze für uns. Ja, tatsächlich gab's was auf die Mütze für die Mankeys. Ich habe offscreen mal geschafft, die Mankeys zu besiegen. Ja, Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam DX, meine Damen und Herren. Wir spielen weiter Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam DX. Auf der Switch. Ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen leiser zu sein, jetzt hier in der Aufnahme. Es ist spät nachts. Gut, wir haben die Mankeys besiegt. Und der Ventilator wird mal ausgemacht. Muss ich mal aushalten. Wie versprochen haben wir diese Mankey mal gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt und halten jetzt mal schön die Füße still. Vielen Dank. Das ist wirklich so. Genau. Ja, wir sind unendlich dankbar. Hier, unser Dankeschön. Das Team von Zwerge erhält eine geschälte Kastanie zur Belohnung. Das ist eine großartige Belohnung. Das ist eine geschälte Kastanie. Ja, ist so. Eine geschälte Kastanie. Wisst ihr? Wir haben kein Geld. Ist leider so. Genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung auch nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Schon ein wenig, aber gut. Nein. Nein, das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Sie sind geradezu meine Leibspeise. Haha. Obwohl ich wünschte, wir hätten etwas Geld mit der Sache verdient. Hey, ihr da! Oh nein, die nervigen Mankeys schon wieder. Hä? Sind uns diese Hitzköpfe etwa bis hierher gefolgt? Die wollten sich bestimmt rächen, weil wir sie vermöbelt haben. Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mehr nicht. Mit uns legt man sich nicht so ungestraft an. Diesmal verarbeiten wir euch zu Kleinholz. Wir werden euch regelrecht zermalmen. Oh Mann, es war schon schwierig, die das erste Mal zu besiegen. Massenrasei, auf sie wird gewonnen. Hey, Augenblick. Zählt euch das mal an. Eine Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Was? Was flüstern die denn da? Sieht ganz so aus, als würden sie irgendwas besprechen. Genau. Was sollte das werden, wenn es fertig ist? Hört mal, ihr habt da etwas, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie, können wir sie haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Süchtig. Und warum besorgt ihr euch dann nicht einfach selbst welche? Na ja, Kastanien haben doch immer so eine stachelige Schale, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, stechen wir uns immer. Tja, und dann platzt uns natürlich sofort der Kragen. Deswegen fragen wir euch, ob wir die geschälte Kastanie haben können. Wir tun auch alles, was ihr wollt. Was meinst du, Zwergi? Sollten wir die Mankey unsere geschälte Kastanie geben? Warum nicht? Ich meine, was können wir denn damit anfangen? Ich meine, was haben wir für einen Nutzen von einer geschälten Kastanie? Ja, kriegen sie geschenkt. Da fällt mir was ein. Hey, wie sieht es mit etwas körperlicher Arbeit aus? Körperliche Arbeit? Sowas wie Kram umschleppen? Naja, Muckis haben wir ja.
aber Arbeit geht uns gegen den Strich. Ja, wem nicht? Wer mag denn schon Arbeit? Aber immerhin geht es um eine geschälte Kastanie. Prima, dann hört's zu. Wir wollen unsere Basis umbauen, damit sie etwas mehr hermacht. Basis? Genau. Ich spreche von der Basis für unser Retterteam. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese geschälte Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Geschälte Kastanie. Rettet die Basis. Der ist schon cool, der Typ. Also, das ist ja ein verdammter Arschlöcher. Aber andererseits, schon Kastanie. Okay, wir nehmen das Angebot an. Wirklich? Ihr werdet uns also helfen? Ja, überlasst das nur uns. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Das wird nicht lange gefackelt. Im Gegenzug gibt ihr uns diese geschälte Kastanie. Ich helfe auch mit. Inwiefern? Dank meinen Seidenfäden können wir alles zusammenkleben. Ich will auch helfen, ist so. Genau. Ich habe irgendwie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihr wisst schon, weil ich euch nur eine lumpige geschälte Kastanie gegeben habe. Genau. Ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. Okay. Na, großartig. Und so begannen die Umbauarbeiten an einer Basis, an der Basis des Ritterteams Bilateral von Zwergi. Einige Tage später. Ufts. Und das sieht ja schon klotzig aus. Wahnsinn, das geht ja echt schnell voran mit unserer Basis. Genau. Wir stehen in eurer Schuld. Genau. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt immer noch eine ganze Menge zu erledigen. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt nicht nachlassen, bald ist es geschafft. Also los, Menki. Spucken wir in die Hände. Nanu, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Dort drüben. Was? Mal drei. Was ist los mit euch? Wir müssen weiterarbeiten. Kein Bock mehr. Was? Das ist so stinklangweilig und monoton. Wie soll man denn das aushalten? Ja genau, es macht gar keinen Spaß mehr. So ein geschälte Kastanie könnte uns die Arbeit wieder schmackhaft machen. Was ist nur los mit diesen Typen? Unser Akku ist leer. Wir brauchen eine geschälte Kastanie zur Motivation. Haben Mittagspause. Die Arbeiter haben Mittagspause. Zwergi, wir haben ein Problem. Die Menki arbeiten wohl erst dann weiter, wenn sie eine geschälte Kastanie erhalten. Wir müssen also eine weitere geschälte Kastanie für die Menki finden. Am nächsten Morgen. Auf der Baustelle bin ich jetzt. Oder was? Ach je. Guten Morgen, Zwergi. Bringen wir den Menki eine geschälte Kastanie. Kastanien gibt es im Tumultwald. Okay, dann gehen wir mal in den Tumultwald. Wir lehnen erstmal die Aufträge von Pelipper ab. Klonk. Na dann, auf geht's. Wir wissen, was wir zu tun haben. Tumultwald. Kastanien suchen. Auf geht's. Das würde nicht allzu schwer sein, oder? Das werden wir doch wohl hinkriegen können. Gut, Kastanien finden. Am besten da, wo die Items sind, hingehen. Das wäre nicht ganz so schlecht. So, und dabei nicht besiegt werden.
Das war auch nicht schlecht. Das wäre auch ein Vorteil, wenn wir das überleben würden. So. Das MTM nehmen wir auch mit. Büroball. Na komm. Hau weg die Scheiße. Okay, kein Kastanie. Da drüben sind einige Items. Kastanien vielleicht nicht, aber ja. Gehen wir mal gucken. Wir müssen jetzt natürlich vor allem nach Items Ausschau halten. Ach du Scheiße. Pass auf die Tür. Ein Monsterraum. Ich gehe vielleicht erstmal zur Tür. Ich schieße mir den Weg zur Tür frei. Ja gut, das sieht jetzt scheiße aus. So viel zum Thema Kastanien holen. Ja gut, wir sind verloren. Abhauen einfach. Das war wohl nix. Nee, ich will keine. Nee, nein, nicht. Nicht Rettungshilfe suchen. Alle Hoffnung aufgeben. Prof hat das Abenteuer im Dungeon Tumult wird abgebrochen. Oh wei. Am nächsten Morgen. Okay, versuchen wir es nochmal an. Versuchen, keine Monsterräume zu kommen. Das wäre wirklich eine Mission. Gut, nur zwei bringen wir den Mann gerne geschieht. Kastanien gibt es im Tumultwald. Jo, da breche ich jetzt auf. Tumultwald. Es sind viel Tumult im Tumultwald heute. Tumultwald U1. Ja gut, wir sind gerade eben auf U1 gestorben. Das ist schon etwas kläglich. Aber es war ja auch ein Monsterraum. Das ist schon ein wenig... Ja. Da wird man halt leicht überfordert. Im Monsterraum. Oder wie die heißen. Natürlich ist das schon wieder einer. Ich hau hier mal ab, oder? Versuch's zumindest. Was ist denn hier heute los? Meine Fresse. Hau ab. Flieg ihr Narren. Ganz genau. Könntest du mal vorangehen? Ja, steht da im Wege rum. Jetzt hier schnell weg hier, hau ab. Da ist zwar die Treppe in dem Raum, aber ja, irgendwie. Okay, Prof lebt noch. Noch lebt er. Das ist doch nicht wahr. Na komm. Flucht ergreifen. Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht unmöglich hier. Hätte ich eigentlich schon sehen müssen, dass da so viele Items rumliegen und so viel ist. Ja, eigentlich. Am nächsten Morgen. Versuch Nummer 3. An der guten Linie sind es 3. Guten Morgen, Zwergi. Bringen wir den Menke eine gescheite Kastanie. Kastanien gibt es im Tumultwald. Ach, was du nicht sagst. Tumultwald. Aufbrechen. Auf U1 verrecken wir hier immer kläglich. Das ist ja hier zum Schreien. Ich glaube, wir müssen erstmal auf ans Ende des Dungeons kommen. Ich glaube, hier auf den Ebenen finden wir nicht sehr viele Kastanien. Was ist denn hier los? Ich werde hier fast von einem Pokémon besiegt.
Das ist doch hier. Es ist zum Mäusemelken. Was ist denn hier los? Leute. Was ist doch jetzt hier? Wir haben... Warum auf einmal? Was ist denn hier auf einmal los? Warum kacken wir hier auf einmal so doll ab? Meine Fresse. Schon fast am Boden. So, jetzt mal hier weiter. U2. Denn dann hat, glaube ich, nur... Okay, Kampf irgendwie das Pokémon. Ja, ist mir wurscht. Haben wir, glaube ich, auch keinen Apfel mit dabei. Es hat, glaube ich, auch nur 3 Ebenen. Auf E4 ist dann schon das Dungeon vorbei. Das schaffen wir doch bis dahin. Das ist doch nicht hier. Ganz kleiner Dungeon. Gar keine Ursache. So, Griffel. Ja, nehmen wir mit. Kommst du mit, kannst du uns ein bisschen verteidigen. Und dann verteidigen wir uns jetzt mal. Während ich jetzt zur Treppe laufe. Sehr gut, hat richtig Arbeit geleistet. Ja, ich möchte weitergehen. Lass ihn im Stich. Griffel hat es durch die Mitnahme Sicht, ja, von mir aus. Da ist die nächste Ebene. Hier, gleich mal durch. Sehr gut. Haben wir hier Kastanien? Hier scheint sich niemand aufzuhalten. Kennt Kastanien? Mhm. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns Feierabend machen. Bis morgen. Ich dachte, da gibt es Kastanien. Müssen wir sie doch in den Ebenen suchen, oder was? Frustrierend. Im Tumultwald. Gut, muss ich wahrscheinlich dann noch offscreen weitersuchen, wenn ich sie jetzt nicht finde. Sieht ganz danach aus. Dass wir hier auf die Ebene nachsuchen müssen, dass wir zufällig hier unter den Items Kastanien finden müssen. Wir müssen hier die Items untersuchen. Und dann zufällig meine Kastanie finden. Okay, das ist eine TM. Okay, das wird eine knifflige Sache. Hier auf den Ebenen immer alle Items zu untersuchen. Ja gut, das wird eine... Für eine Suche. Warpfalle. Na, danke schön. Jetzt bin ich an einem ganz anderen Punkt als mein Team, oder was? Das gleich tot ist, mein Team. Okay, wieder beisammen. Okay, hier scheinen keine Items zu sein. Doch, sind Items da, aber sind keine. Das ist keine Kastanie. So weiter. U2. Suchen wir das hier mal ab. Hier ist nur das hier. Dann müssen wir hier wohl noch weitergehen. Das ist ja das Ziel, eine Kastanie zu finden. Modi stirbt hier gleich. Ich lasse mal Modi im Stich. Ich muss hier weiterkommen. Meine Fresse. Sind die Pokémon hier stark geworden? Ja, Griffel, kannst du mitkommen. Ich kann dich nicht aufnehmen, aber ja, kannst zumindest hier auf der Reise mitkommen und es danach Geld geben. Verfehlt. Natürlich. So viel dazu. Nur es überlebt ist. Verdammt. Ich bin nur belagert von allen Seiten. Ach du Kacke. Ich bin sowas von tot. Na komm, den noch beziehen. Okay, ich bin doch nicht tot. Soll ich hier mal nach Items suchen? Ich habe Angst, dass das hier ein... Ich hatte schon Angst, dass das hier ein Monster rum wird. Nur Geld.
Na komm, an die Treppe haben wir schon dort oben. Können wir gleich drauf lossteuern. Zusteuern. Verdammt. Na komm, auf zur Treppe. Lauter Fallen hier. Und drei. Na komm, irgendwo hier eine Kastanie. Monkey. Ist ein normales Monkey. Das kriegen wir besiegt. Sehr gut. Das ist keins von diesen Tumult-Monkeys. Ich habe noch wenige KP. Lass dich nicht besiegen. Zwergi, lass dich nicht besiegen. Kritisch. Wir müssen hier noch eine Kastanie finden. Schlafende Pokémon. So, dich besiege ich. Sehr gut. Lass mich eine Kastanie drin. Ist dazu schön, um wahr zu sein. Hier sind noch Items. Bitte Kastanie, bitte Kastanie. Kastanie! Sehr gut. Ist nur noch den Dungeon überleben. Das tut mir am besten, wenn wir da durch die Treppe gehen. Ziel des Parts geschafft. Sehr gut. Hier scheint niemand sich aufzuhalten. Kastanie gefunden. Regenbogengummi. Okay, sehr gut. Ich denke, das reicht für heute. Lasst uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen. So, wir haben jetzt eine Kastanie. Jetzt könnt ihr bitte mal weiterbauen. Guten Morgen, Zwergi. Bringen wir den Menke eine geschälte Kastanie. Kastanie geht zum Tumultwald. Ja, haben wir doch schon hier. Geschälte Kastanie für euch. Und habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gebt sie her. Wir werden dann auch ganz hart arbeiten. Hier bitte. Zwergi schält die Kastanie und übergibt sie Menke. Applaus. Eine geschälte Kastanie. Es ist los, ihr Faulpelze, packen wir es an. Was steht dir da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Naja. Macht aber erstmal eine ordentliche Pause. Da wird nicht lange gefackelt. Und so setzten die Menki nach dem Verzehr einer weiteren geschälten Kastanie die Renovierungsarbeiten an der Basis von der Tatendrang fort. Bis bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Na, sehr schön. Was? Aber die ist noch nicht fertig. Was ist los? Und habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Was? Ihr habt keinen dabei. Da können wir nicht weiterarbeiten. Wenn ihr wollt, dass eure Basis renoviert wird, dann bringt uns eine Kastanie. Geschält, versteht sich. Manchmal finden wir Kastanien im Tumultwald. Wir wollen sie ohne Schale. Hat's da irgendwas getan? Na gut, ich helfe auch mit meinen Seelenfäden können alle zusammenkleben. Na gut, noch eine Kastanie holen. Wie viele Kastanien braucht er denn, um das endlich mal zu Ende kriegen zu können? Die Suche geht weiter. Ja, sieht ganz nach Offscreen-Training, nach Offscreen-Suche aus. Vielleicht finden wir jetzt im Rat noch eine, aber ein paar Fails haben wir jetzt in diesem Part produziert. Auch nicht schlecht. Sind wir jetzt hier im Monsterräum schon ein, zweimal gestorben. Das ist ja auch blöd, wenn wir wirklich auf den Ebenen nachgucken müssen. Naja, blöd ist nicht, macht schon Sinn. Na gut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das
war einfach auf der Endebene. Das war einfach auf U4 gehen und dort eine finden. Okay, hier gibt's keins. Okay, dort hinten ist noch ein Item. Auf der Map dort ganz hinten. Ich gucke mal da nochmal nach. Das wäre nicht schlecht. Nur Geld. Nur Geld, sagt er. Und wer die Münzen nicht ehrt, ist den Tausender nicht wert. So. Na dann gucken wir mal weiterhin nach Kastanien. Kastanien. Die müssen doch hier irgendwo umliegen. Na komm, einer von den Items. Muss es doch. Mal ordentlich suchen. Nichts liegen lassen. Dann kriegen wir es auch hin. So. Zu den Items runter. Nur Münzen. Verdammt. Gut, auf zur Treppe. U2 sind wir jetzt. Auf U3 vielleicht noch was. Ansonsten war die Reise jetzt wieder umsonst. Nein! Ich bin fast verletzt. Oh nein. Oh nee. Soll ich den Prof getötet? Was mache ich denn? Ist Molly verletzt, verwirrt. Nein. Und was denn? Versucht zu überleben, 2G. Kann ich wieder? Ich kann wieder. Sehr gut. So, hier. Mal zur Treppe. Die Treppe ist hier direkt nebenan. Nicht sterben, Leute. So. U3 noch untersuchen. Okay. Nee, nicht okay. So, die Items liegen hier weit verstreut. Oh Mann. Ein Pflanzen-Pokémon, das müsste doch, ja, müsste schnell gehen. Da sind die Items, da will ich ran. So, steht mir nicht im Weg rum. Oh, Kacke. Satz mit X. Das war wohl nix. Na gut, mach ich offscreen weiter. Offscreen suche. Nach Kastanien. So schaut's aus. Na denn. Bringen wir den Menkis Kastanien. Gut, dann würde ich schon mal sagen, wenn ich noch umsonst euch gefallen haben lassen, aber dann neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ich den Menkis weiter Kastanien besorge. Ja, bis dann und ciao. Ich gehe dann mal Kastanien suchen.